Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Ich möchte mit euch heute nochmal über das Thema Kryptowährung sprechen und ich möchte euch eine einzige Message im heutigen Video mitgeben, nämlich beschäftigt euch so bald wie irgendwie möglich mit folgenden Themen. Erstmal mit den großen Kryptowährungen, das heißt Bitcoin und Ethereum, beschäftigt euch jetzt mit Altcoins, weil die nächsten Altcoins werden meines Erachtens sehr bald wieder durch die Decke schießen, das heißt solche Altcoins wie beispielsweise Dogecoin, Shiba Inu etc. Und ich glaube, viele von euch könnt ihr vielleicht ein 5x, vielleicht sogar ein 10x hinbekommen, vielleicht sogar in einigen glücklichen Fällen 100x hinbekommen. Und ich möchte mit euch heute auch in diesem Video über ein drittes Thema sprechen, nämlich das Thema Crypto Gaming. Crypto Gaming wird wahrscheinlich im nächsten Bullrun extrem interessant sein für Leute, die Geld in Kryptowährungen investieren können. Heute das Video ist selbstverständlich keine Anlageberatung. Ihr wisst, als Influencer muss ich das immer sagen, bitte trefft eure eigenen Entscheidungen und hört nicht einfach auf irgendeinen Influencer hier auf YouTube. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich mein allererstes Geld in Kryptowährungen reinsteckte, da hatte ich relativ wenig Plan hinsichtlich dieses Themas. Und man muss auch meines Erachtens nicht wirklich viel Plan haben, wenn man das Geld nicht benötigt. Das heißt, wenn man zum Beispiel Geld reinsteckt in die großen Kryptowährungen, sei es Bitcoin und Ethereum, dann ist man langfristig meines Erachtens ziemlich gut aufgestellt. Aber jetzt möchte ich mit euch über ein wichtiges Thema sprechen. Ihr seht heute zum Beispiel, habe ich insgesamt, wie viel sind das? 7.000 Euro vom absoluten Höhepunkt zum, sag ich mal hier Minimum, habe ich 7.000 Euro verloren. Es schießt gerade wieder zurück. Warum möchte ich mit euch dennoch heute über das Thema Krypto sprechen? Warum nenne ich nicht im Titel vielleicht diese Summe 7.000 Euro an einem Tag mit Krypto verloren, weil investiert nur Geld, das ihr auch verlieren könnt. Das ist extrem wichtig. Zum Beispiel das hier ist eines von meinen Portfolios. Ich habe halt hier 45.000 Euro drin. Gestern oder beziehungsweise heute Mittag waren es noch fast 50.000 Euro. Das kann bei Krypto sehr, sehr schnell gehen. Ich habe noch Geld zum Beispiel auf der Plattform Binance und allen möglichen weiteren Plattformen liegen. Also insgesamt habe ich derzeit ungefähr so ein Krypto-Portfolio von 100.000 Euro. Ist nicht wirklich viel. Ich glaube aber, dass ich im nächsten Bullrun hier zumindest ein 3x hinbekommen kann. Jetzt kommt aber der wichtige Tipp. Deswegen bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Schaut euch mal Kryptowährungen an, wie beispielsweise Dogecoin. Dogecoin und andere Kryptowährungen, also Altcoins, sage ich jetzt mal, nicht die großen Kryptowährungen, sondern die eher kleineren Kryptowährungen, die alternativen Coins, diese Coins fangen jetzt langsam wieder an zu pumpen, was praktisch bedeutet, sie steigen im Wert. Und ich hätte mir zum Beispiel damals gewünscht, als ich noch keine Ahnung von Kryptowährungen hatte, dass mir einfach mal jemand gesagt hätte, hey, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, Geld in Altcoins reinzustecken. Weil wir haben zum Beispiel bei Bitcoin, wir haben schon bei Ethereum gesehen, wir haben jetzt All-Time-Highs heute zum Beispiel beim Bitcoin erreicht und bei Ethereum sind wir auch nicht weit entfernt. Und die Altcoins aber haben noch nicht richtig gepumpt. Das heißt, sie sind noch nicht richtig durch die Decke gegangen. Und meine These ist jetzt eigentlich die: Altcoin Season kommt als nächstes und ich gehe davon aus, dass die Altcoins, die schon beim letzten Bullrun gepumpt haben, dieses Mal wieder pumpen könnten. Nochmal, das ist wirklich hier die absolute Glaskugel. Keine Ahnung, ob es wirklich passiert, aber ich persönlich stelle mich so auf, dass ich hier ordentlich Geld mitnehmen kann, falls es passieren sollte. Wir sehen es bei ganz, ganz vielen Altcoins, dass diese langsam wieder nach oben schießen. Zum Beispiel Shiba Inu ist nach oben geschossen, heute nochmal ganz ordentlich. Was haben wir hier? Hier hatten wir Dogecoin, ist nach oben geschossen, aber es ist noch nicht mal annähernd da, wo es sein könnte. Jetzt sind definitiv noch 10x möglich, meines Erachtens, bei solchen Kryptowährungen wie Dogecoin. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen Euro Dogecoin sehen, vielleicht sogar 1,50 Dogecoin sehen und dann ungefähr hier vielleicht ein 10x hinbekommen könnten. Ich glaube, dass der nächste Bullrun extrem interessant sein könnte. Und vor allen Dingen ist aber jetzt auch die richtige Zeit nachzukaufen, weil ihr seht zum Beispiel, heute ist Bitcoin und Ethereum sind relativ stark gefallen. Insgesamt, ja, so um 10% meine ich, ist heute Bitcoin gefallen. Und glaubt mir, Bitcoin wird so schnell wahrscheinlich nicht wieder billiger sein. Es kann gut sein, dass es jetzt nochmal 10-20% runtergeht und dass ich hier vielleicht falsch liege und ihr dennoch in den nächsten Tagen am Bitcoin vielleicht nochmal ein bisschen billiger einkaufen könnt. Aber ich denke, langfristig seid ihr sehr gut beraten, wenn ich einfach Folgendes sage, nämlich höchstwahrscheinlich wird Bitcoin und Ethereum langfristig nach oben gehen. Das heißt, wenn ihr Geld übrig habt, das ihr auch verlieren könnt, dann steckt da einfach mal ein bisschen was davon in zum Beispiel Bitcoin und Ethereum rein. Nehmt dann vielleicht nochmal so 30-40% von eurem Geld und steckt die in Altcoins. Und ich würde euch derzeit drei Altcoins vorschlagen. Nochmal, das ist keine Anlageberatung, das ist einfach nur das, was ich tue. Ich werde derzeit konzentriert in drei Kryptowährungen Geld reinstecken, in drei Altcoins Geld reinstecken. Nämlich einmal in natürlich Dogecoin, da gehe ich davon aus, dass wir hier zumindest ein 10x sehen können, vielleicht sogar mehr. Genau deswegen werde ich hier auf jeden Fall Geld reinstecken. Ich habe derzeit noch kein Geld drin, ich werde es wahrscheinlich heute noch tun. Dann Pepecoin ist der nächste Coin, wo ich auf jeden Fall ordentlich Geld reinstecken werde, wahrscheinlich sogar eine fünfstellige Summe. Warum möchte ich Geld in Pepecoin investieren? Das hat einen ziemlich einfachen Grund. Ich persönlich glaube, dass der
nächste US-Präsident Trump sein wird, ob er das nun mag oder nicht. Und Pip ist einfach etwas, was sehr eng mit ihm verbunden wird. Und wenn tatsächlich er Präsident werden sollte und überhaupt diese ganzen Nachrichten wieder um ihn in den Medien sein werden, dann werden auch genau solche Meme-Coins pumpen ohne Ende. Das war schon bei der letzten Wahl so und das wird wahrscheinlich auch dieses Mal wieder so sein. Deswegen würde ich, wenn ich ihr wärt, mich einfach mal ordentlich positionieren und würde mir denken, welche Coins könnten denn womöglich bei der nächsten US-Wahl pumpen? Und einer von denen wäre definitiv meines Erachtens Pipocoin. Dann auf jeden Fall auch nochmal ein Shiba Inu. Shiba Inu ist jetzt schon mal ordentlich gepumpt. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal Geld reinstecken. Ich gehe hier zumindest von einer Verdreifachung aus und ich glaube, dass wir hier noch einiges an Gewinn mitnehmen können, obwohl Shiba schon jetzt ein 5x hingelegt hat innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit. Das heißt, mein persönlicher Tipp ist, geht auf solche Plattformen wie zum Beispiel BSDex, da habe ich ja nicht mal ein Affiliate-Link für euch, also ich verdiene hier kein Geld, wenn ich das euch empfehle, aber zum Beispiel BSDex ist eine gute Plattform von der Börse Stuttgart, wo man Kryptowährungen handeln kann und wo man sie auch gut lagern kann. Das ist zum Beispiel eins, was ich machen würde. Dann das nächste, was ich tun würde, wenn ihr solche Altcoins einkaufen wollt, weil die könnt ihr jetzt nicht über BSDex einkaufen, dann könnt ihr euch auf solchen Plattformen anmelden wie Binance. Binance oder könnt ihr auch alle möglichen anderen, Kraken oder BitGet oder welche Plattform auch immer. Ich persönlich finde Binance am besten aus einem ziemlich simplen Grund, weil es die meisten Kryptowährungen hat, nämlich 369 Kryptowährungen, meine ich, kann man derzeit auf Binance handeln. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Hier könnt ihr also solche Coins einkaufen, wie beispielsweise Shiba Inu oder Pipecoin oder Dogecoin und noch ganz viele andere weitere Coins. Worauf ich euch aber auf jeden Fall nochmal hinweisen möchte, also vielleicht noch um das Ganze zusammenzufassen. Es ist gut, wenn ihr Geld in den großen Kryptowährungen drin habt, aber jetzt kommt die Altcoin-Season. Bitcoin und Ethereum sind bereits ordentlich gepumpt. Ich gehe davon aus, dass wir hier bei Bitcoin definitiv noch ein 3-4x innerhalb der nächsten anderthalb Jahre sehen werden. Ich gehe davon aus, dass wir in Bitcoin bei deutlich über 100.000 Euro pro Bitcoin sehen werden. Bei Ethereum ist auch mein persönlicher, also ich denke, dass wir auf jeden Fall 10k plus Ethereum sehen werden. Und an dieser Stelle schon mal Folgendes, Bitcoin und Ethereum drin zu haben im Portfolio ist gut, aber die Altcoins sind noch nicht richtig gepumpt. Nicht viele von denen sind richtig gepumpt. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt als nächstes kommen könnte. Deswegen würde ich mal, wenn ich ihr wärt, darüber nachdenken, in Altcoins Geld reinzustecken. Das nächste, was ich auf jeden Fall machen würde, ist, ich würde mich beschäftigen mit dem Thema Crypto-Gaming. Es gibt zum Beispiel solche Spiele wie mit Evil Empires oder welche auch immer, wo die Leute spielen können und wo sie dann auch Geld verdienen können, wo sie Kryptowährungen bekommen können und Kryptowährungen, die eine gute Usability haben, die viel verwendet werden, die viel getradet werden etc., das sind definitiv auch Kryptowährungen, die interessant sind, um da vielleicht mal ein bisschen Geld reinzustecken. Das heißt, die Usability ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und es gibt halt alle möglichen Crypto-Gaming-Startups und sehr, sehr viele von diesen Coins sind halt wirklich noch 0,00000000 Cent. Also die sind auch extrem günstig. Soll natürlich jetzt nicht bedeuten, dass sie das immer bleiben werden und auch gleichzeitig, dass günstig gleich gut heißt. Günstig heißt nicht unbedingt gleich gut, aber sehr viele Krypto-Projekte stehen wirklich noch gerade im Gaming-Bereich in absoluten Kinderschuhen. Das, was vor ein paar Jahren noch die Altcoins waren, ist heute Krypto-Gaming. Und ich glaube, dass ihr in den nächsten Jahren mit Krypto-Gaming bei einigen Projekten brutal viel Geld machen könnt. Und ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es irgendwann im Krypto-Gaming-Bereich so etwas wie Fortnite geben wird. Etwas, was global, viral gehen wird, wo jedes Kind drüber sprechen wird und wo drin zum Beispiel Kryptowährungen oder NFTs oder dergleichen vorkommen. Und ich glaube, dass genau solche Coins, die mit solchen Spielen zusammenhängen, extrem pumpen könnten. Deswegen ist es jetzt gar nicht mal so schlecht, auch zumindest mal die Fühler auszustrecken in diesem Bereich und womöglich mal die ein oder anderen Investments zu tätigen. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Ich persönlich bin jetzt schon sechsstellig in Kryptowährungen drin. Ich habe bei den letzten Bullruns nicht so viel Geld gemacht, wie ich es hätte machen können. Diesen Bullrun werde ich richtig eincashen und das, wie gesagt, ist mein Ziel auch für euch. Mir hat damals immer keiner gesagt, wann man vielleicht mal sich was anschauen sollte. Das ist natürlich auch hier keine Garantie, dass das, was ich sage, hier funktionieren wird. Aber ich glaube, weil alle Anzeichen wirklich darauf deuten, dass die Altcoin-Pump-Season jetzt kommt. Darauf würde ich mich fokussieren. Schaut euch Altcoins an, die bereits beim letzten Bullrun gepumpt sind. Zum Beispiel Stellar ist auch ein sehr interessanter Coin. Oder sei es zum Beispiel hier Dogecoin, sei es Shiba Inu, sei es Pepecoin, sei es Floki Inu. Diese würde ich mir einfach mal angucken und würde da, wenn ich das Geld übrig habe, ein wenig Geld reinstecken. Gut, das war's nun heute hier für dieses Video. Wollt ihr mehr Krypto-Videos sehen? Schreibt es gerne mal in die Kommentarsektion rein. Das war's nun schon wieder für das heutige Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.